So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ignorum zu einem neuen Part Minecraft Chimney mit dem Zwergenfrust. Ja, wir sind im letzten Part hier in der Fabrik gelandet und ja, haben uns durch einen Geheimgang Zugang zu diesem, ja, zu dieser Elfenfabrik geschafft. Und ja, heute werden wir mal gucken, wie wir das Ganze hier erkunden und ja, das Mysterium des Kometen endgültig klären. Boah, draußen gewittert und donnert. Also es blitzt und donnert, es gewittert. Und ja, den Kometen werden wir aufdecken und mal schauen, ja, warum die Elfen denn hier verschwunden sind und was hier passiert ist in der Weihnachtsfabrik. Ja, so sieht's aus. Alles klärchen. Hey, warte, hey, Moment, was ist? Bin das ich? Was ist denn mit mir passiert? Ach du Schreck. Wie sehe ich denn aus? Ich sehe aus wie ein Elf. Ein Weihnachtself. Hallo. Ich sehe aus wie ein waschechter Elf. Ach du Schande. Hat's mich hier über den Part, über Nacht hier irgendwie zum Elfen gemacht oder was ist hier los? Du weißt auch nicht Bescheid, oder? Du weißt nicht, was hier abgelaufen ist. Kannst du mir sagen? Kannst du mir sagen, was hier läuft? Hat mich das Gewitter hier zum Elfen gemacht? Ich bin ein Blondschopf. Ein Elf. Ein kleiner blonder Elf. Und draußen wimmelt es von Zombies. So, da wollen wir hier erstmal das hier reparieren. Nee, das war anders. Das ist ja, glaube ich, das Akazienholz. War es. Nicht ganz. So vielleicht. Ja. So passt's. So, dann wollen wir mal, ja, als Elf jetzt. Ja, was ist mit mir nur passiert? Ja, schlafen kann ich jetzt in den Betten der Elfen. Bin ich ja jetzt auch einer. Oh Mann. Wird man hier automatisch zum Elf. Man lange Zeit in der Fabrik aufhält. Ich hoffe, ich verliere nicht meinen Verstand. Und werde hier zum Arbeiter. Naja. Was soll's. Hier haben wir im letzten Part schon was mitgekriegt. Und der Weihnachtsmann hat hier einen kleinen Brief hinterlassen. Okay. Nun vertrauen wir dir das Geheimnis der Geschenkeproduktion an. Was ist jetzt? Okay. Nun, wenn ich jetzt ein Elf bin oder was, verstehe nicht, was zum, okay, da muss viel passiert sein, während ich geschlafen habe. Du musst die Produktion anleiten, da keiner der Weihnachtselfen dazu in der Lage ist, die magischen Artefakte zu verwenden. Bitte hilf uns. Der Weihnachtsmann ist verschwunden, streng geheim. Zur Herstellung von Weihnachtsgeschenken benötigt man zwei wichtige magische Utensilien. Die Wunschraute. Sie facht das Feuer
einen Geschenkofen an und dient dir zur Herstellung der magischen Wunschtinkturen im Brau- und Zauberraum. Aha. Der Erschaffungskristall. Er erfüllt die Träume und Wünsche der Kinder. Mit ihm gibst du dem Wunsch eines Kindes Gestalt. Ah, interessant. Klingt doch sehr gut. Du musst den Kristall aber erst von einem weitgereisten Händler ertauschen. Er fand ihn auf einer Wanderschaft in einer fernen Wüste. Ah, okay, alles klar. Dazu soll ich wohl in die Hülle des Weihnachtsmannes schlüpfen. Ah, hier ist der Stab. Wie hieß der gleich noch? Der geheime Akt, die Wunschroute. Ja, die Route. Na dann, die Route, jetzt brauchen wir noch den Kristall. Steht da auch noch was Genaueres drin, wie wir das herkriegen? Musst du erst weitgereisten Händler tauschen. Ertauschen. Ah, okay, verstehe. Die 9 Goldbarren. Ah, okay. Verstehe. Ja. Da habe ich den mal aufgenommen. Den Weihnachtsmannanzug. Alles klar. Dann schaue ich mal erstmal, was hier oben los ist. Ich bin ein bisschen neugierig. Möchte mal gucken, wo es denn hier hochgeht überhaupt. Bevor ich denn hier mit der Quest des Weihnachtsmannes überhaupt fortsetzen kann. Okay. Interessant. Und da scheint ein Dach zu sein. Okay, hier geht es weit hinauf. Eine Route. Ah, okay, hier auf dem höchsten Turm. Oh, okay, ich wollte hier nichts abbauen. Tut mir leid. Sorry, ich wollte hier nichts zerstören. Da muss ich jetzt mal einen Steinziegel ersetzen. So, super. Und was machen wir jetzt mit der Route? So können wir sie noch ohne den Stein nicht verwenden. Was ist denn hier draußen los? Ich glaube, wir gucken mal hier nach. Oh, Schreck. Sieht hier aber nach einer großen Verwüstung aus. Oh Mann. Eine Startbahn. Kann sein, dass das eine Startbahn ist. Und das sieht nach den Resten eines Schlittens aus. Der Weihnachtsmannschlitten zerstückelt worden. Zerbombt worden. Oh Mann. Was mache ich denn jetzt hier nur? Oh Mann. Wie soll ich als Elf, der ich nun bin, hier die ganze Mission hier schaffen? Den Kristall. Holen wir uns den Kristall, vielleicht hilft er uns weiter. Der Stein, der Wunschstein, oder wie auch immer der hieß. Vielleicht können wir mit den beiden Utensilien da schon was anstellen. Zombie! Verschwinde, Zombie! Ah Mann, jetzt habe ich die Tür eingerammt. Raus aus der Fabrik! Ich als Fahrer Weihnachtself vernichte hier die halbe Fabrik, während ich den Zombie besiege. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg! Weg! Weg, sage ich. Aus. Ich vernichte dich. So. Tragen verrottetes Fleisch. Ach so. Das Kohl ist verrottetes Fleisch.
Ja, okay. Ich kann jetzt die Fabrik jetzt hier nicht wirklich reparieren. Das Loch kann ich immer stopfen, aber ja, die anderen Sachen, da müssen wir uns später drum kümmern. So, der Händler, da waren wir doch bei dem. Von dem brauchen wir den Stein. Ist er denn hier? Ist er zu Hause? Nein. Wo ist er nur? Händler? Händler, wo bist du? Ist er in dem Pub hier drin? Der Wirt. Vielleicht kann er mir weiterhelfen. Wirt. Sag mir, wo ist der Händler? Ist er hier oben? Nein, er schläft nicht bei dir. Okay. Wo ist er nur, der Händler? Wo ist er abgeblieben? Das Rathaus. So ist niemand. Händler, wo bist du hin? Wo nur bist du hin? Schau noch mal in der Hütte nach. Oh. Hallo, wie ist denn da? Oh, hi. Oh, der Händler. Du bist der Händler. Alles klar. Aber ins Markt, das ist scheinbar der Kristall. Sucht es einen Kristall, willst du mir nicht verkaufen? Ist das jemand anders? Dann ist von wem anders die Rede gewesen. Würdest du mir helfen? Papier verlangt er dafür. Ich hab nichts. Ein Zombie. Da hat sich der Händler gerade in einen Zombie verwandelt. Zombie-Händler. Ach du Schreck. Verwandeln sich hier die Elfen des Dorfes über Nacht in Zombies. Oh Mann, ich zerstöre hier mit der Route scheinbar das halbe Dorf. Oh Mann. Trank sein machtvolles intensiven Hören. Oh, und da der Komet. Hallo? Können Sie mir weiterhelfen? Okay. Er weiß auch nicht weiter. Wie kommen wir hier nur weiter? Hallo, Sir? Sie nicht? Nein, sie auch nicht. So ein Mist. Wer kann mir denn bei dem Fund des Kristalls nur weiterhelfen? Wie kommen wir hier weiter? Erstmal zu mir nach Hause. Na dann. Oh, was? Hey, was machen Sie in meinem Haus? Oh, holla. Hey, Sie werden mich doch hier nicht schubsen. Warten Sie. Was haben Sie mir da gerade in die Hand gedrückt? Ein Stein. Das ist der Stein. Ja, sind Sie der Händler? Sie sind wohl der Händler, der ominöse besagte Händler. Mit dem Stein. Dem Stein, wie heißt der noch gleich? Der steht das nicht drinnen. Der Stein der Bescherung oder so. Jetzt haben wir die beiden Utensilien. Wird das jetzt reichen, um die Bescherung am Leben zu halten, um die Geschenkfabrik wieder zum Laufen zu bringen? Na, das werden wir jetzt mal direkt herausfinden. Die Fabrik ist ein bisschen durch mich demoliert worden, aber gut, es wird mich trotzdem nicht aufhalten, hier weiter zu werken, weiter hoch hinaus zu klettern und die Fabrik wieder in Gang zu bringen.
Na, da. Runter wollen wir. Genau hier hin. Alles klar. Oder haben wir die bei den Utensilien? Hier sind wir auf dem Dach. Bei dem Schlitten. Ja, was denn nun? Kristall. Route verbinden. Und? Passiert hier irgendwas? Der Mond. Hoppla, da passiert doch was mit mir. Oh, ich fühle mich ganz anders. Was, wo, wenn, wie, was passiert denn hier? Oh, 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 ha, hu, ha, ho, ho. Oh, ho, 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 ho. Was, wie, wa, wo, wo, wann? Was ist hier gerade passiert? Oh, Schreck. Hä, was? Was zum heiligen Strohsack. Ich habe mich schon wieder verwandelt. Da geht die Sonne auf und... Oh Mann, was ist hier heute mit mir los? Bin ich jetzt der Weihnachtsmann? Oh Mann. Oh Weihnachtsmann. Oh, ich habe einen dicken Bauch, einen weißen Bart. Und da habe ich den Smaragd, die Rute, nicht wegschmeißen, die Rute. Die brauchen wir noch. Aber ja, ja. Da kann das Weihnachtsfest ja beginnen. Mit mir als Weihnachtsmann. Naja.